Also gut, ich würde mich freuen, wenn ihr Angelegenheiten der Magie klären mögt, dass ihr doch am besten zu mir kommt, denn ich lasse mir ungern von einem Paligan in die Karten schauen, beziehungsweise diese beeinflussen. Selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass jemand in eure Karten schauen könnte, aber ihr könntet jedermanns andere Karten schauen. Das macht das Kartenspiel für mich relativ trivial, aber ja. Das ist aber sehr praktisch hin und wieder, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn es um viel geht, hohe Einsätze. Und ihr wollt die Bleikammern besichtigen, oder? Nun ja, wenn es notwendig ist, ja. Wäre ein Wunsch von uns. Habt ihr etwas Besonderes aus dem Giftschrank? Oder wollt ihr euch einfach nur umsehen? Wir müssen erst einmal eruieren, in welche Richtung die Bände und Schriften, die wir benötigen, gehen. Sie Es sind geht. umfassend. Jede Schrift, die man kaufen kann, ist auch natürlich in unserem Besitz. Wir sprechen von Alanfa. Euer Spektabilität, ich möchte das, wonach wir suchen, nicht unbedingt aussprechen. Schaut am besten noch einmal in meine Gedanken. Und ich denke an das, was wir gesehen haben, das Bild in unserer Villa. Wir auch Untersuchungen anstellen. Beratungen magischen Belangen, und das ist natürlich von besonders hoher Qualität. Wir können euch Informationen zur Beschwörung niederer Dämonen geben, aber auch zum Exorzismus von niederen und gehörnten Dämonen oder von Geistern. Aus diesem Bild werde ich nicht gerade ganz schlau, da ich die Matrix nicht gesehen habe. Aber da wird sich sicherlich etwas finden lassen. Nun, das, was ihr gesehen habt, ist die Vergangenheit des Bildes in ja umgekehrter Reihenfolge. Wir müssen uns intensiv damit beschäftigen, denn es scheint viel Unheil sehen und vielleicht auch verursacht zu haben. Das wäre eines unserer Anliegen, uns dem anzunehmen. Nun, dann darf ich euch eventuell die Sternendeuter empfehlen. Wir haben einige exquisite Sterndeuter, die auch Horoskope oder Wahrsagerei betreiben. Oh, das klingt sehr spannend. Aber mir. Es geht noch um ein weiteres, eine heikle Thematik. Sagt euch der Name Jalze Gott etwas? Das ist sicherlich etwas aus einem anderen Zeitalter, irgendwas Sächsisches. Nun ja, ich fürchte nicht. Ein anderes Zeitalter, ja, falsches Zeitalter, aber fürchte ich. Nun, dann helft mir auf die Sprünge. Ich sehe es. Ja. So. Da würde ich euch tatsächlich an nicht die Magier bemühen, sondern an die anderen Fakultäten. Dort werdet ihr sicherlich bessere Spezialisten finden. Nun ja, ich hoffte, etwas zu finden nun ja, im tiefen Fundus dieser Akademie. Nun, wir sind zwar auch auf den Seekrieg spezialisiert, und zwar insbesondere auf den Seekrieg, aber ja, allzu Gott, unterirdisch oder unter Wasser, das ist nichts, was wir alltäglich bewahren. Wie gesagt, wir müssen tief, tief graben, wenn ihr versteht. Ja, auch diese Suche könnte gefährlich sein. Das ist richtig. Und je weniger Leute es wissen, desto besser ist es. Vor allem solltet ihr keinen Paligan damit belästigen, denn die Verstrebungen, die Jan zu Gott zu Paligan hat, sind dann doch mehr als offensichtlich. In der Tat, das hatten wir auch nicht vor. Nun, wie gut, dass ich in Zornbrecht bin. Diese Informationen werden also nicht an Paligan weitergetragen. Das ist gut. Nun, Ihr seid euch sicher, Zornbrecht wohl aber schon. nun, ich denke, um unseren Einstand hier in dieser Akademie wohlgefällig zu feiern, gedachten wir, eine kleine Feier auszurichten. Mit Speis und Trank und Gesang. Nun, wer bin ich, dass ich dann Nein sagen würde? Oh, wunderbar. Oh. Dann freuen wir uns schon auf euer Kommen und fühlen uns sehr geehrt, nicht wahr, Abelmir? Natürlich. Vielleicht laden wir noch ein paar weitere Leute ein, um etwas Gesellschaft zu haben, etwas geselligen Abend zu haben. Nun, ganz wie ihr meint.
Nun, dann will ich euch nicht weiter behelligen mit unserem Krams und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ebenso, ebenso. Bis dann bald. Macht es einmal gut und wir sehen uns sicherlich spätestens auf dem Fest. So ist es. Derweil vor der gewaltigen Arena. Eines der größten Gebäude in ganz Aventurien, natürlich zu vergleichen mit der Stadt des Lichts oder anderen Arenen wie in Fazar. Hier allerdings wesentlich pompöser und teurer. Das ganze Areal, 3 Schritte hohe Mauer und ihr könnt dann durch den schwarzen Löwenkopf das Tor hindurchtreten, dem Rafim dann wohl noch einmal das Zeichen des Chor widmet und dann vor dem Basalt- und Obsidianbau stehen. Gerade im Inneren wurde dann wohl auch mit Alabaster gearbeitet, aus Maraskan, Jade aus Altum oder den Notmerkern, roten Marmor, andere edle Baustoffe, die aus allen Ecken Aventuriens importiert worden sind und dann hier verbaut worden sind. Rafim kennt sich hier natürlich aus und wandelt dann hier wie im Schlafe durch die Gänge, durch die Katakomben. Wo wollt ihr in der Baal-Honak-Arena hin? Oh, ist sie nicht wunderschön, Diamantes? Immer eine Ansicht wert. Wie ist es, Rafim, wieder durch die Tore zu laufen, aus denen du einst entweder tot rausgetragen oder als Seidfaust raus marschiert bist. Ja, es ist immer noch einzigartig. Ah, diese Höhe. Ah, ich liebe das. Aber wir sollten uns den Sand anschauen. Hey, was tut ihr hier? Wollt ihr hier euer Blut fließen lassen? Was tut ihr hier? Keine Basaltfäuste. Was wollt ihr? Kein Zutritt für Basaltfäuste. Ja, er schlagt mir nur alle tot. Kämpfen. Also ich nicht, er. Vielmehr ist nicht zum Kämpfen hier. Ihr müsst keine Basaltfaust hier alle eure Gladiatoren abschlachten. Das will ich auch hoffen. Ihr bezahlt mir jeden einzelnen Sklaven, den ihr umbringt. Oh, das wird teuer. Nee, deswegen kämpfst du. Nein, er kämpft. Was bist du denn für einer? Er kennt dich nicht, Diamantes. Jetzt stell dich mal vernünftig vor. Mein Name ist Diamantes Monterey und du nimmst Stellung an, wenn du vor mir stehst. Bin ich in der Armee oder was? Und du bist alle an Fahne. Ja. Du kannst unserer Armee mal den gehörigen Respekt hervorbringen. Oh, du kannst dem Meister der Gladiatoren Respekt beibringen, beziehungsweise dem Vertreter, der hier durch die Gänge läuft. Mann, ich wurde hier eingestellt. Scheiße, Mann, du bist ein Vertreter? Die Katakomben hier gehören mir, hier habe ich Weisungsbefugnis. Weisungsbefugnis. Was willst du denn jetzt hier? Wir schauen uns die Arena an. In 5 Tagen soll es hier einen Kampf geben. Ein Gegner, der es mit mir aufnehmen will. Und glaubst du, du kannst jetzt hier einfach rumlaufen und durch den Sand stromern, oder wie? Na, mit Rafim an meiner Seite kann ich eigentlich überall langlaufen, oder siehst du das anders? Du kannst jetzt hier nicht vor... Wir haben drinnen Arena-Kämpfe. Nashorn und Elefanten, die gerade drinnen sind. Ja, dann schauen wir es uns von oben an. Würde das den Herrn glücklich machen? Ist mir egal. Habt ihr Eintritt bezahlt? Naja, ich werde mal vorne fragen, ob sie welchen wollen. Wäre das erste Mal. Also, ihr wollt euch den Sand angucken. Was ist mit... Du willst jetzt demnächst kämpfen, ja? Ja, ich will es mit dieser Todesechse aufnehmen. Mit der Todesechse? Du bist verrückt, ja. Weißt du das? Habe ich gestottert? Ich bin nicht verrückt. Diese Todesechse wurde scheinbar lange nicht besiegt. Und wieder in der Heimat bin, dann räum ich doch mal schnell hier auf. Die Todesechse steht seit über 10 Jahren im Ring. Naja, und jetzt wird sie bald besiegt. Weißt du, also Zorn bricht schon von. Er wird's erfahren, nehme ich an. Ich habe da zumindest heute Morgen in der, in der Versammlung noch nichts von gehört, dass jetzt die Todesechse rausgefordert wurde. Na gut. Und wie willst du kämpfen? Wie ich kämpfen will. Ja, wie? Mit meinem Dolch natürlich. Bist du sicher, dass der nicht aus irgendwie aus einem Spital ausgebrochen ist? Nein, der Mann wird das, wenn der Mann das sagt, der macht das. Dann wird er das entweder machen. Oder chorgefällig zu Boden gehen und sein Blut in der Arena lassen. Okay, gut, ist mir egal, aber... Mit Dolchen? Gut, das hilft mir bei den Wetten. Aber die Wetteinsätze, da wird sowieso nicht viel zu holen sein. Ich meine,
Das ist halt unbekannt. Wer setzt halt schon auf. Was hast du gesagt? Monterey, ja? Den Monterey. Namen kenne ich nicht. Tja. Nee, da kriege ich halt aus den Wettbeträgen nichts raus. Scheiße. Mit Dolchen. Das ist ja Blödsinn. Ja, das werden wir mal sehen. Wenn in 5 Tagen hier die Todesechse kämpft, dann werden viele wissen, dass ich gegen sie antreten werde. Dafür werden wir sorgen. Mach dir um die Wetten mal keine Sorge. Obwohl wohl viele viel Geld verlieren werden. Ist das irgendwas mit Gift oder so? Sehe ich aus, als würde ich mit Gift kämpfen. Wenn ich dieser Echse entgegentrete, dann trete ich ihrem Mann gegen Echse entgegen. Weiß ich nicht, also wenn ich jetzt einer der wenigen bin, der auf dich setzt, dann kriege ich ja richtig viel Geld raus. Ja, aber Saltfaust, sag du mal was dazu. Ja, also ich würde ihn ja hier nicht hinbringen, wenn ich nicht glauben würde, dass er eine Chance hat, oder? Müsste ich mal ausrechnen vorher. Könnte ich vielleicht zusammenkratzen. Vielleicht kriege ich eine Dukate oder sowas. Wenn ich eine Dukate auf dich setze, dann muss ich ja schon lohnen. Ne? Dann bin ich ein gemachter Mann. Ja, dann bist du wohl ein gemachter Mann mit deiner Dukate. Naja, oder du bist ein armer Mann und er ist tot, aber... Okay, ich zeig euch die Arena, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, draußen sind Elefanten und ich glaube Nilpferde sind nachher auch noch dran. Elefanten, Nashörner, die Tiger sind schon durch. Das sind interessante Gegner. Muss immer ausweichen. Was soll ich euch denn jetzt zeigen? Naja, Diamantes, was willst du denn sehen, wenn du hier bald kämpfst? Also das die Arena Tor, durch das du eintreten willst. Die Arena gehört Zornbrecht, also Narab Zornbrecht. Der ist auch oft hier. Also wenn er wo ist, dann halt hier. Und wo sitzt der? Da drüben, in diesem Muckprunk? Ja, der hat seine. Jeder Grande hat halt seine eigene Loge. Und das ist, kann man von hier aus nicht sehen, müsste ich auf die andere Seite, dann könnte ich euch die zeigen. Also, da dürft ihr nicht hin, aber ich kann euch die halt zeigen. Bringt euch halt nichts für den Kampf. Aber Narab Zornbrecht, also wenn er was macht, dann ist er halt hier in der Arena. Das ist halt so sein Ding. Brot und Spiele für das Volk und so, ne? Bezahlt auch ganz gut. Nur zu wissen, in welche Richtung ich mich am Ende verbeugen kann. Ja, wirst du wahrscheinlich dann sehen. Also, er hat dann die Ankündiger. Wenn die Todesechse da ist, dann ist halt auch immer da. Und die kämpfen? Ist halt seine. Und die kämpfen da jetzt gegen Nashörner? Na, Tiere gegen Tiere. Keine Ahnung. Die Gefangenen wurden vorhin schon umgebracht. Hat sogar einer überlebt. Der darf jetzt als Gladiator weitermachen. Aber die anderen sind alle tot. Sind ein Verbrecher. Naja. Naja, das passiert, wenn man in Alland sich auflehnt. Ja, die hatten Glück, dass sie nicht am Hafen erwecken geendet sind. Ja, so hatten sie halt eine Chance, ne? Man muss das ja auch so sehen. War eine faire Chance, haben sie nicht genutzt. Ja, ich kann den Kampf schon sehen vor meinen Augen. Die Echse, die da vorne auf mich zutritt, alle jubeln. Naja, die werden alle für die Echse jubeln, aber wir werden denen schon zeigen, dass du es faustdick hinter den Ohren hast. Ja, ich weiß, dass sie für diese Echse jubeln werden und dann diese Stille, nachdem die Echse tot zu Boden geht. Hast du eigentlich schon überlegt, wie du das mit dem Schwanz klären willst? Ach, Schwanz? Warum soll ich mir da großartig Gedanken zu machen? Nur weil die einen Schwanz hat, heißt nicht, dass sie mich besiegen kann. Ja, sie kämpft mit einem Raston, ne? Einem was? Das ist so eine Arras-Schwanzwaffe. Also, die Todeshexe kämpfen mit dem Speer und mit dem Raston. Das heißt, du kämpfst erstmal gegen den Speer, so zack, 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 und dann mit einem kleinen Dolchen und dann boom, dreht sie sich um und schlägt dir voll irgendwie so ein Raston halt voll ins Gesicht und zerfetzt dir die Haut und sowas. Wenn sie mutig genug ist, mir den Rücken zuzudrehen, dann lasse ich sie nur mal kommen. Ja, wie gesagt. Solltest du dir am besten vorher drum Gedanken machen, sonst setze ich dir die Dukate dann doch auf die Todeshexe. Ja, aber dann sind ja die Gewinnmöglichkeiten nicht groß genug. Jeder wird ja auf die Todeshexe setzen. Tja, aber wenn sie gewinnt, ist das halt der sichere Dukat.
So, soll ich euch noch irgendwas zeigen hier, oder? Nun, wenn die in der Arena kämpfen, will nicht, dass eins dieser Tiere sich von seinem Gegner losreißt und dann auf einmal ein Nashorn auf uns zugaloppiert kommt. Vielleicht schauen wir ein bisschen zu, was sagst du, Rafim? Ein bisschen ins Fieber zu kommen? Gladiatorenkämpfe, Tierkämpfe? Ja, nicht schlecht natürlich. Man wird hier nur, das Beste wird hier geboten. Ich weiß gar nicht, wie lange die anderen wohl brauchen werden hier. Jalan und Zulamin wollten zum Praios-Tempel, danach noch was? Oder wollten wir uns dann direkt schon wieder in der Schenke treffen? Ich glaube, wir wollten uns relativ zeitig treffen, aber wenn wir Glück haben, sehen wir noch, wie einer der Elefanten stirbt. Ja, gut, dann lass uns mal ein paar Spiele anschauen und vielleicht, wenn wir später noch Zeit haben, erinnerst du dich an die Schenke, die wir das eine Mal aufgesucht haben, das Schundloch? Ja, ist das nicht ein brennender Haufen Scheiße? Genau, der brennende Haufen Scheiße, der vor 3 Jahren schon war. Ich würde gern wissen, was heute draus geworden ist, ob das irgendwer abgefackelt hat oder sich diese Schenke am Rande des Schlunds immer noch gehalten hat. Ja, wann immer du willst. Ja, derjenige, der hier irgendwie für die Katakomben zugeteilt ist, würde euch dann nach oben führen und ihr könnt dann noch an anderen Tierkäfigen vorbeilaufen, während ihr dann Treppen hochgeht. Könnt da wohl sehen, wie irgendein Dompteur versucht, gerade Affen beizubringen, Dolche zu halten, was wohl aber nur mit minderer Qualität funktioniert, aber zumindest versucht er die Tiere vor ihrem Einsatz zu dressieren und etwas Neues zu bieten. Ihr könnt dann auch von oben, wenn ihr weiter nach oben lauft, mehr und mehr die Stimmen hören und wenn ihr dann nach draußen tretet, die Arena ist nicht wirklich gefüllt, also ihr würdet sagen, vielleicht ein Viertel der Plätze sind besetzt, Tierkämpfe interessiert jetzt hier wohl gerade nicht, das mag vielleicht mal anders gewesen sein und die Kämpfe dauern natürlich auch schon etwas länger, es ist ein stetiges Kommen und Gehen, einige Leute, die fertig sind mit Gucken, andere Leute, die dann die Plätze wieder einnehmen, jetzt zur 17. Stunde ungefähr, 16. 17. Stunde würde ich sagen, also demnächst würde auch die Sonne wieder untergehen. Mit viel kann man hier wohl nicht rechnen, also wie gesagt, es ist nichts Großartiges angekündigt, irgendjemand geht an euch vorbei, drückt euch einen Zettel in die Hand und könnt dann sehen wieder wohl, dass das Programm des heutigen Tages daraus besteht, ja, wie gesagt, heute Morgen die Verurteilung der Gefangenen, die Hinrichtung, dann die ganzen Tierkämpfer, also das ist nichts, was irgendwie für mehr Trubel sorgen würde. Die großartigen, spannenden Sachen haben wir leider schon verpasst. Dann schauen wir uns ein bisschen Tierkämpfe an und dann werden wir uns auch wieder direkt auf den Weg machen, würde ich mal sagen, ne? Ja, wir haben leider echt alles verpasst. Ja, schade. Ja, wir sind ja noch einige Tage hier. Währenddessen am Hafen. Ein buntes Gemisch, also der Hafen zählt zu den buntesten Gegenden Alanfa. Also ihr könnt die Seeleute erkennen aus allen Herren Ländern, die denn hier sind. Tavernen über und überall, Bordelle, teilweise stehen dann die Frauen und Männer auch draußen, versuchen dann die Strapazen der Seeleute dann zu vergessen. Die schwer verdiente Heuer, die dann hier irgendwie ausgegeben werden muss, auch Drogen, die dann hier ganz offen gehandelt werden. Und könnt euch dann hier an den Stadtwachen vorbeischieben, denen das nicht interessiert. Die meisten lassen sich von irgendwelchen Wirten auch noch wohl gut bezahlen, dass man da Auge zudrückt oder irgendwelche Fahners oder Sklaven dann beiseite schiebt. Also die Stadtwachen haben hier ganz andere Dinge zu tun, als sie in anderen Städten hätten. Sulamin sieht sich interessiert um und saugt so richtig die Atmosphäre der Stadt auf und folgt dann dem Kai in die Richtung, die ihr der Akolyt gewiesen hat, in der Hoffnung dann irgendwann einen großen Platz und ein großes Tempelgebäude zu sehen. Ja, das wirst du finden auf alle Fälle. Du kannst dann wohl auch noch aus einer Schenke, die heißt Zwafnir, wird wohl auch so ein umgedrehtes Torwallerschiff, Langschiff sein. Und tatsächlich kein richtiger Tempel, sondern einfach nur eine Schenke, die als Zwafnir-Tempel dient.
Gehst dann weiter dran vorbei und kannst dann das riesige Gebäude des Effert-Tempels, erkennen, was dann, ja, einige Seiler, die davor angebracht sind, irgendwelche Netzknüpfer, die dann ihre Netze knüpfen und die Ausbeute vom vorherigen Tag oder dann eben heute Morgen, wo dann irgendwelche Netze gerissen sind. Irgendwelche Pilgerströme mit verschiedenen Leuten, teilweise auch viele Maraskane, die du hier erkennen kannst. Und der Tempel ist gewaltig groß, in einem zarten Himmelblau ist er dann hier angebracht. Du weißt nicht genau, was das für ein Stein ist. Das könnt ihr tatsächlich Boltax dann beantworten. Und eine große Statue, die davor steht, in einem Springbrunnen mit der heiligen Elida von Salza. Streckte die Arme so ein bisschen gegen die Heilige, die Schutzpatronin für die Seeleute und kannst dann auf den blaugrünen Tempel hinzutreten. Ah, bestens, dann wissen wir auch gleich, wo wir Hasswolf finden, meinte Zulamin mit einem Blick über die Schulter. Nun, er war definitiv nicht zu verfehlen. Das scheint es zu sein. Was für ein prächtiges Gebäude. Sagt Erlan, starrt irgendwie ein wenig zur Rechten hinweg, schüttelt dann den Kopf. Natürlich, ja, es ist sehr großartig. Geht doch schon mal vor, ja? Ich bin direkt hinter euch. Dann schwenkt er ab und geht strack in den Ruhengor-Tempel. Okay. Ja, den kannst du daneben sehen. Die ganzen Maraskaner, die wohl eben in den Effert-Tempel gegangen sind und da anfangen irgendwie zu schreien und zu Bruder Effert zu beten, die kamen tatsächlich aus dem Ruhengor-Tempel. Und warum auch immer du da jetzt hin willst, um den neuesten Klatsch zu verbreiten. Um den natürlich. Neuesten Klatsch zu verbreiten, okay. Und oder auch zu hören. Und um den neuesten Klatsch zu hören, ganz genau. Ja. Das Gebäude ist äußerlich unscheinbar, karg und schlicht. Einige würden auch sagen, heruntergekommen oder verludert. Aber Maraskaner sehen alles als wunderhübsch. Und du kannst dann auch sehen, wie sie da streiten, Hochgeschwister, die dann irgendwie mit seltsamen Zöpfen da irgendwie zueinander stehen in großen Pulken, irgendwie so 5 Leute, 10 Leute und berichten sich gerade von dem neuesten Klatsch. Andere bemalen sich gerade die Gesichter bunt. Vielleicht so ein bisschen wie im Zartempel oder so. Du kannst auch sehen, wie da wohl irgendein Maraskenführer mit einer gewaltigen Maraske in der Ecke steht und da wohl gerade seine Dienste anbietet oder, ja. Also es ist ein Versammlungsort. Es ist eigentlich nicht ein richtiger Tempel. Es ist ein Marktplatz. Es ist einfach der Platz, wo du den neuesten Klatsch erfährst. Ja, und während Zulamin im Effert-Tempel unterwegs ist, werde ich halt hier stehen, irgendwie fröhlich mitplanen, versuchen ein paar Dinge aufzuschnappen. Ich denke gerade die Geschichte von Bruder, Schwester Yalan! Ah, hey, du hier wir her? Haben schon gehört, dass du hier bist. Aldrichid, ich habe hier zuletzt den Kunjam gesehen. Ja, derweil geht Zulamin mit einem verwirrten Gesicht vielleicht in Richtung des Effert-Tempels. Ja, also sie guckt tatsächlich etwas irritiert, in welche Richtung Yalan jetzt da verschwunden ist, aber naja, komischer Typ, tut komische Dinge. Und dann geht sie die breite Freitreppe des Tempels hinauf und sucht sich da drin einen Ansprechpartner. Ja, zahlreiche Tempel, Delfinstatuen, irgendwelche Bassins mit entweder Süß- oder Salzwasser, irgendwelche seltsamen Gebrummel von Eferdis und du kannst dann auch wohl sehen, wie die Hochmeisterin des Tempels gerade an einem der anderen Tempel steht, an der anderen Altare steht und dort Spenden annimmt. Sie trägt eine merkwürdige Maske, nickt dir dann aber zu, wenn du eintrittst und würde dir das Signal geben, dass auch du sie ansprechen darfst. Mhm. Zulamin nähert sich interessiert. Seid gegrüßt. Sei auch du gegrüßt. Ich bin hier, um dem Launenhaften für die gute Überfahrt zu danken. Tu das gerne. Zulamin kramt in ihrer Tasche nach Geld. Es ist der angemessene Betrag für die Überfahrt eines großen Schiffes und noch ein paar Münzen mehr. Wir danken. Das nächste Mal, wenn du am Strand oder am Hafen stehst, sammle auch gerne ein paar Muscheln ein, die du uns dann opfern kannst. Auch die werden gerne genommen. Es wird mir ein Vergnügen sein.
Ich bin Ephraim. Und du? Sulamin al-Shabra. Ich bin eine Geweihte der Roten Schwester. Von fern her. Aus der Mitte von Aventurien, ja? Das ist wahr. Und diese weite Reise habe ich unter anderem auf mich genommen, um euren Rat zu erbitten. Den meinen? Ich höre. Ich suche einen oder eine Eferi, die die ältesten Texte eurer Kirche studiert hat. Es geht um einen Alvaraniyar, von dem nur in wenigen Geschichten die Rede ist. Könnt ihr mir da helfen? Nun, ich bin die Hochgeweihte dieses Tempels. Wenn ich es nicht kann, dann wohl kein anderer hier. Blamin nickt. Nun, es scheint sich um einen Alvaraniyar des Chor zu handeln. Doch so ungewöhnlich das klingen mag, er scheint zugleich auch ein Tierkönig zu sein. Der Tierkönig der Rochen? Die Legenden um ihn sind alt. Ich weiß wenig über ihn, aber die Gerüchte dahingehend gibt es ja. Allerdings ist mir neu, dass er ein Avatar des Chor ist. Als Rochen mag er wohl mehr ein Avatar des Efferts sein. Nun, vielleicht irre ich mich. Wie gesagt, ich weiß nicht sehr viel. Und wenn ihr wenig wisst, so wisst ihr wohl bereits mehr als ich. Mir wurde jedenfalls gesagt, er sei ein Tierkönig. Welche Geschichten sprechen von ihm?